Heute erzähle ich euch eine neue Geschichte vom kleinen Känguru und von der Springmaus. Die Geschichte heißt Das kleine Känguru in Gefahr. Es regnet. Es regnet in Strömen. Und das schon seit 2 Tagen. Das kleine Känguru hält es im Haus nicht mehr aus. Mama, darf ich raus? Mir ist so langweilig, fragt es die Känguru-Mutter. Bei diesem Wetter? Da musst du aber den großen Schirm mitnehmen, sagt die Känguru-Mutter. Das kleine Känguru spannt den Schirm auf und hüpft zu seiner Freundin, der Springmaus. Es klingelt 3-mal und ruft: Hey, Springmaus, gehst du mit mir spazieren? Spazieren? Fragt die Springmaus. Wenn die Springmaus nicht weiß, was sie antworten soll, stellt sie erst mal selber Fragen. So kann sie noch ein bisschen überlegen, bevor sie antwortet. Und jetzt muss sie erst mal nachdenken, ob sie bei so einem Regen überhaupt Lust hat, aus dem Haus zu gehen. Ja, spazieren, antwortet das kleine Känguru. Die Springmaus fragt, mit dir? Mit wem denn sonst? Sagt das kleine Känguru. Bei diesem Regen? Fragt die Springmaus. Ja, bei diesem Regen, antwortet das kleine Känguru. Denn erstens habe ich einen großen Schirm dabei, unter den wir beide passen. Und zweitens, fragt die Springmaus. Und zweitens kann man nur in Pfützen hüpfen, wenn es draußen nass ist. Wenn es trocken ist, gibt es nämlich keine Pfützen. Und weil die Springmaus immer noch zögert, singt ihr das kleine Känguru ein Regenlied vor. Wenn es regnet, kann man schön unterm Schirm spazieren gehen. Wenn es regnet, geh ich raus aus dem Haus. Ich bleib nicht im Zimmer sitzen, sondern hüpf in alle Pfützen, dass sie spritzen, dass sie spritzen, dass sie spritzen. Das klingt gut, sagt die Springmaus. Ich komme mit. Gemeinsam hüpfen sie los. Wo soll es eigentlich hingehen? Fragt die Springmaus. Erst zur großen Wiese, dann über den Bach und drüben weiter, schlägt das kleine Känguru vor. Die beiden hüpfen den Weg entlang, der zur Wiese führt. Langsam lässt der Regen nach. Als sie bei der großen Wiese ankommen,
hat er schon fast aufgehört. Sie lassen den Schirm trotzdem aufgespannt. Es ist so gemütlich unter dem Schirmdach. Als die zwei durch das Gras hüpfen, wundern sie sich sehr. Hörst du, wie das platscht? Fragt das kleine Känguru. Es platscht und quatscht und spritzt, stellt die Springmaus fest. Die Wiese steht ja im Wasser. Die ganze Wiese ist wirklich eine riesige Pfütze geworden. Von den Grashalmen gucken nur noch die Spitzen heraus. Ich weiß, woher das kommt, ruft das kleine Känguru. Durch den vielen Regen ist der Bach immer höher geworden und hat die Wiese überschwemmt. Du meinst wohl, er ist immer tiefer geworden, verbessert die Springmaus. Nein, höher, widerspricht das kleine Känguru. Schließlich sagt man ja auch Hochwasser und nicht Tiefwasser. Egal ob höher oder tiefer, mir ist's hier zu nass, sagt die Springmaus. Ich will nicht die ganze Zeit bis zum Bauch im Wasser stehen. Ich auch nicht, sagt das kleine Känguru. Das tust du ja auch gar nicht, sagt die Springmaus. Dir geht das Wasser nur bis zu den Knöcheln, weil du nämlich größer bist. Das kleine Känguru sagt, egal ob bis zum Bauch oder zu den Knöcheln, wir suchen uns einen trockenen Platz. Am Rand der Wiese gibt es einen kleinen Hügel. Auf den steigen die beiden. Da oben stehen sie nun eine ganze Weile unter ihrem Schirm. Sie gucken den Vögeln zu. Erzählen sich Witze. Singen ihr Regenlied. Und merken gar nicht, wie das Wasser unter ihnen höher und höher und höher steigt. Als sie wieder nach Hause gehen wollen, erleben sie eine böse Überraschung. Aus dem Hügel ist inzwischen eine Insel geworden. Die Springmaus merkt es gleich, als sie zurückhüpfen will. Sie verliert den Grund unter den Füßen, schluckt Wasser, spuckt, strampelt, paddelt, wedelt mit Armen und Beinen und schwimmt schnell zurück zur Hügelinsel. Dort schüttelt sie das Wasser aus dem Fell und ruft, hast du das gesehen? Das Wasser ist gestiegen. Um uns herum ist ein richtiger See. Oh je, ein See, jammert das kleine Känguru. Da gehe ich nicht hinein. Das Wasser ist mir zu tief. Tief? Ich denke, es ist hoch, sagt die Springmaus. Das kleine Känguru schüttelt den Kopf. Egal ob tief oder hoch, ich hüpfe jedenfalls nicht in diesen See, sagt es. Ich bleibe hier. Willst du hier etwa übernachten? Fragt die Springmaus. Und was machen wir, wenn das Wasser noch weiter steigt? Nein, 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 wir müssen zurückschwimmen. Das kleine Känguru sagt kleinlaut, ich kann aber nicht schwimmen. Nicht schwimmen? Nun wird die Springmaus ganz aufgeregt. Was machen wir da nur, wenn wir doch nur ein Boot hätten? Der Pelikan hat ein Boot. Der würde es uns vielleicht leihen, überlegt das kleine Känguru. Wir sollten ihn mal fragen. Ganz recht. Aber dazu müssen wir erst über diesen See, sagt die Springmaus. Und wenn wir es schaffen, da hinüberzukommen, brauchen wir das Boot nicht mehr, weil wir dann nämlich schon drüben sind. Ja, das stimmt, sagt das kleine Känguru. Was sollen wir nur machen? Die Springmaus denkt nach. Schließlich sagt sie, ich glaube, ich habe eine Idee. Der Schirm ist doch wasserdicht, oder? Natürlich ist er wasserdicht, antwortet das kleine Känguru. Sonst wären wir schon längst nass geregnet. Wenn das Wasser von oben nicht durchgeht, dann geht das Wasser von unten bestimmt auch nicht durch, überlegt die Springmaus. Wasser von unten? Wieso? Fragt das kleine Känguru.
Ist doch klar, ruft die Springmaus. Wir drehen unseren Schirm um und legen ihn ins Wasser, wie ein kleines Boot. Du steigst hinein und paddelst ans Ufer und ich schwimme hinterher. Das geht nicht, sagt das kleine Känguru. Geht nicht? Na gut, dann schwimme ich eben voraus, sagt die Springmaus. Nein, nein, es geht nicht, weil ich doch viel zu schwer bin für so einen Schirm. Dich könnte er gerade tragen, mit mir geht er bestimmt unter. Dann habe ich eine andere Idee, sagt die Springmaus, und zwar eine viel schönere. Ich setze mich ins Schirmboot, paddle hinüber, renne zum Pelikan und leihe mir von ihm das richtige große Boot. Mit dem komme ich dann zur Insel und rette dich. Du bist nicht nur meine beste Freundin, du hast auch die besten Ideen, ruft das kleine Känguru. Genau so machen wir es. Die Springmaus setzt sich in den aufgespannten Regenschirm. Das kleine Känguru nimmt den Schirmgriff fest in beide Hände und setzt den Schirm vorsichtig aufs Wasser. Er sinkt fast bis zum Rand ein, aber er schwimmt. Es klappt, ruft die Springmaus. Er schwimmt wirklich, ruft das kleine Känguru. Die Springmaus paddelt mit den Händen, einmal links und einmal rechts. Und noch einmal links und noch einmal rechts. Als sie sich dann vorsichtig umdreht und zurückguckt, ist sie schon ein ganzes Stück von der Insel entfernt. Viel Glück, ruft ihr das kleine Känguru nach, und mach schnell. Es dauert bestimmt nicht lange, ruft die Springmaus. Gleich komme ich mit dem Boot und rette dich. Das kleine Känguru bleibt allein zurück. Es steht am Rand der Hügelinsel und schaut zu, wie die Springmaus weiter und weiter paddelt, bis sie schließlich am Ufer angelangt ist. Dort legt sie den Schirm ab, winkt dem kleinen Känguru noch einmal zu und hüpft los den Weg entlang. Bald ist sie hinter Bäumen verschwunden. Das kleine Känguru fühlt sich mit einem Mal sehr, sehr einsam. Nun hat es auch keinen Schirm mehr, der es vor dem Regen schützt. Es setzt sich ins nasse Gras und stützt den Kopf in die Hände. Nach einer Weile steht es wieder auf und guckt hinüber zum Ufer und zum Weg. Aber so schnell kann die Springmaus ja gar nicht zurückkommen. Schließlich wohnt der Pelikan eine ganze Strecke bachabwärts, da, wo der Bach in den Fluss mündet. Das weiß auch das kleine Känguru. Also setzt es sich wieder hin und wartet. Warum vergeht die Zeit nur so langsam? Das kleine Känguru fängt an, mit sich selbst zu sprechen. Auf diese Weise fühlt es sich nicht mehr ganz so einsam. Es fragt, wird mich die Springmaus wohl retten? Und antwortet, ganz bestimmt. Sie ist ja schon drüben. Wird sie denn das Boot kriegen? Ganz bestimmt. Der Pelikan leiht es ihr. Muss ich wohl lange warten? Ein Viertelstündchen wird es schon dauern. Nur nicht den Mut verlieren. Inzwischen rennt die Springmaus so schnell sie kann. Rennt und hüpft den Weg entlang
und kommt schließlich zum Haus des Pelikan. Schon von Weitem hört sie ihn hinter der offenen Haustür singen. Er singt ein wenig falsch, dafür aber sehr laut. Fische ist der Pelikan, wenn er welche kriegen kann. Früh am Morgen, spät am Abend und am Mittag sowieso isst er Fische, frische Fische. So eine Mahlzeit macht ihn froh. Hat er einmal keinen Fisch auf dem Teller, auf dem Tisch, dann klagt der Pelikan so laut, wie er nur klagen kann. Fische, Fische lieb ich sehr. Wo kriege ich nur Fische her? Wo kriege ich nur Fische her? Hallo, ruft die Springmaus. Aber der Pelikan ist so in seinen Gesang vertieft, dass er sie nicht hört. Deswegen geht die Springmaus durch die offene Tür ins Haus und ruft noch einmal Hallo. Und noch einmal ganz laut Hallo. Jetzt bemerkt sie der Pelikan und fragt, wer bist du denn? Die Springmaus, sagt die Springmaus. Und wie kommst du hier herein? Fragt er weiter. Durch die Tür, sagt die Springmaus. Der Pelikan fragt, kannst du nicht anklopfen? Doch, kann ich, antwortet die Springmaus. Und warum hast du es da nicht getan? Weil die Tür offen war. Und warum hast du nicht geklingelt? Weil ich keine Klingel gefunden habe, sagt die Springmaus. Die kannst du auch nicht finden, weil es nämlich keine gibt, sagt der Pelikan. Wenn ich nämlich eine Klingel hätte, würden dauernd irgendwelche Tiere kommen und mich mit ihrer ständigen Klingelei beim Singen stören. Verstehst du das? Nicht ganz, sagt die Springmaus. Nicht ganz, fragt der Pelikan. Was ist daran nicht zu verstehen? Ich verstehe nicht, warum Sie fragen, ob ich geklingelt habe, wenn Sie doch gar keine Klingel haben, sagt die Springmaus. Kleine Kinder müssen auch nicht alles verstehen, was die Erwachsenen sagen, erklärt ihr der Pelikan. Das wäre ja noch schöner. Dann könnten sie ja gleich klein bleiben und müssten gar nicht erwachsen werden. Was willst du überhaupt in meiner Wohnküche? Ihr Bootlein, sagt die Springmaus. Wir bringen es auch gleich wieder zurück. Wir? Wer ist wir? Fragt der Pelikan. Das kleine Känguru und ich, antwortet die Springmaus. Und warum kommt dieses Känguru nicht mit? Fragt der Pelikan. Es hat dich vorgeschickt, weil es sich nicht traut, selbst zu fragen. Stimmt's? Nein, es hat mich vorgeschickt, weil es nicht schwimmen kann, erklärt ihm die Springmaus. Schwimmen? Schwimmen? Das verstehe ich nicht, sagt der Pelikan. Du bist doch auch nicht hier hereingeschwommen, sondern ganz normal durch die Tür spaziert. Hast allerdings vergessen zu klopfen und zu klingeln. Am liebsten würde die Springmaus antworten, große Leute müssen auch nicht alles verstehen, was Kinder sagen. Aber da ihr ja der Pelikan sein Boot leihen soll und weil sie ihn nicht verärgern will, sagt sie, das kleine Känguru ist auf einer Insel in der Wiese und ich muss es retten. In der Wiese? Mein Boot ist doch kein Rasenmäher, sagt der Pelikan. Diese Idee kannst du gleich wieder vergessen. Ach bitte, Herr Pelikan, es ist doch ganz, ganz wichtig, sagt die Springmaus. Nein, 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 diese Idee kannst du vergessen. Thank you.
Die Springmaus sagt noch einmal: Bitte, Herr Pelikan, ich will das Boot doch nur für eine halbe Stunde. Nein, nein, nein. Und nochmals nein. Und wenn ich Ihnen dafür etwas gebe? Schlägt die Maus vor. Etwas geben? Fragt der Pelikan interessiert. Etwas geben? Was denn? Eine Geburtstagskerze zum Beispiel. Ganz neu. Nur einmal angezündet. Oder eine Feder von einem Vogelstrauß. Feder von einem Strauß? Ich finde es gar nicht angebracht, Vögeln die Federn auszurupfen. Der Strauß hat sie mir ja selbst geschenkt, sagt die Springmaus. Was soll ich Ihnen denn geben? Sie wollen ja alles nicht haben. Alles nicht haben? Das ist eine ganz dicke Lüge. Natürlich will ich etwas haben. Fische? Fische will ich haben. Genügt auch einer? Fragt die Springmaus. Nur wenn er nicht kürzer als mein Schnabel ist, sagt der Pelikan. Die Springmaus fragt. Und für so einen Fisch leihen Sie mir auch das Boot? Selbstverständlich, sagt der Pelikan. Für so einen Fisch würde ich selbst ein Dampfschiff mit 12 Matrosen verleihen, wenn ich eines hätte. Und wo bekommt man Fische her? Fragt die Springmaus. Dumme Frage. Man angelt sie natürlich. Würden Sie mir vielleicht Ihre Angel leihen? Fragt die Springmaus. Wenn ich eine Angel hätte, stände ich schon längst am Fluss und würde selbst angeln, sagt der Pelikan. Der Bär hat eine Angel, der Bär, aber er leiht sie mir nicht. Nur weil ich einmal zu ihm gesagt habe, er wäre ein mieser alter Stinkebär und der größte Geizkragen der ganzen Welt. Würde der Bär vielleicht mir seine Angel leihen? Fragt die Springmaus. Der Pelikan überlegt. Es kommt darauf an, ob du auch schon mal zu ihm gesagt hast, dass er ein mieser alter Stinkgebär und der größte Geizhals der ganzen Welt ist. Ich habe noch nie mit ihm gesprochen, ich kenne ihn doch gar nicht, sagt die Springmaus. Das ist gut, dann leiht er dir bestimmt seine Angel, ruft der Pelikan. Du musst nur schnell einen Fisch angeln, der so lang ist wie mein Schnabel. Den bringst du mir dann und schon bekommst du mein Boot. So einfach ist das. Freust du dich? Ich habe mir das Ganze etwas einfacher vorgestellt, sagt die Springmaus. Geht es nicht auch umgekehrt? Sie leihen mir erst das Boot und ich bringe Ihnen später den Fisch. Davon halte ich wenig. Erst der Fisch, dann das Boot, sagt der Pelikan. Der Bär wohnt übrigens gleich hier links um die Ecke, hinter einem Bananenbaum. Bananenbäume gibt es gar nicht, sagt die Springmaus. Dann meinetwegen hinter einem Kirschbaum, brummelt der Pelikan. Mit Früchten kenne ich mich nicht aus. Dafür kann ich mit geschlossenen Augen eine Forelle von einem Hecht unterscheiden. Stell dir vor, und jetzt geh endlich los, sonst hält der Bär womöglich noch seinen Mittagsschlaf. Die Springmaus macht sich auf den Weg, den ihr der Pelikan gezeigt hat. Hinter einem Apfelbaum liegt ein Haus aus Feldsteinen. Aus der offenen Tür kommt Gesang. Die tiefe Brummstimme klingt nach einem Bären. Was ist heute nur für ein merkwürdiger Tag, sagt die Springmaus zu sich selbst.
Alle haben die Haustür offen und alle singen. Wie man weiß, liebt der Bär Honig ganz besonders sehr. Wie man weiß, leiht der Bär seine Angel nicht gern her. Doch er tut's, wenn er denkt, dass man ihn dafür beschenkt. Süßer Honig, meint der Bär, eignet sich zum Schenken sehr. Honig, Honig, goldner Honig, goldner Honig, der muss her. Honig, Honig, goldner Honig, goldner Honig, der muss her, sagt der Bär. Diesmal klingelt die Springmaus gleich viermal und klopft auch noch an den Türrahmen. Sie hört, wie der Bär drinnen murmelt: Was für ein Trottel klingelt und klopft denn da, wo die Tür doch offen ist? Ich, sagt die Springmaus und geht ins Haus. Ich, die Springmaus. Es hörte sich mehr wie eine Klingelmaus an, sagt der Bär. Und was möchte diese klingelnde Springmaus oder springende Klingelmaus von mir? Nur eine Angel, sagt die Springmaus. Meine Angel? Unmöglich, sagt der Bär. Unmöglich. Nicht geschenkt, nur geliehen, erklärt ihm die Springmaus schnell. Trotzdem unmöglich, antwortet der Bär. Es gibt zwei Dinge, die ein Bär nie ausleiht. Seine Zahnbürste und seine Angel. Wirklich nicht? Nie? Die Springmaus fängt an zu weinen. Schluchzend sagt sie: Ich brauche sie aber ganz dringend. Ich muss doch das kleine Känguru retten. Es ist in Gefahr. Der Bär hält sich die Ohren zu. Hör bitte auf zu weinen, ruft er. Es gibt zwei Dinge, die ein Bär nicht aushalten kann. Singende Hunde und weinende Mäuse. Na gut, meinetwegen bekommst du die Angel. Die Springmaus hört auf zu schniefen und sagt: Ganz herzlichen Dank, Herr Bär. Und wo ist sie, die Angel? Kann ich sie bitte gleich haben? Jetzt, wo die Springmaus nicht mehr weint, bereut der Bär schon wieder, dass sie ihr die Angel versprochen hat. Er sagt schnell: Natürlich leihe ich meine Angel nicht umsonst her. Ich erwarte ein kleines Gegengeschenk. Ich denke dabei an etwas Essbares. Essbares? Fragt die Springmaus. Was meinen Sie damit? Es gibt zwei Dinge, die ein Bär gerne isst. Fische und Honig, sagt der Bär. Einen Fisch kann ich Ihnen nicht bringen. Den brauche ich schon. Für den Pelikan, sagt die Springmaus. Dann eben Honig, sagt der Bär und fährt sich mit der Zunge um den Mund. Honig mag ich sowieso noch lieber als Fische. Ich weiß allerdings nicht, wo du Honig herbekommen könntest. Aber ich weiß es, sagt die Springmaus. Ich kenne eine Frau, die hat ein ganzes Regal voller Honiggläser. So, hat sie das? Ruft der Bär. Dann weiß ich gar nicht, weshalb du immer noch hier herumstehst und nicht schon längst losgehüpft bist. Und so muss ich die Springmaus schon wieder auf den Weg machen.
Unterwegs murmelt sie grimmig. Es gibt zwei Dinge, die eine Springmaus nicht leiden kann. Pelikane, die Fische wollen, und Bären, denen man Honig bringen soll. Springmaus hüpft und hüpft, hüpft auf dem schnellsten Weg zum Känguruhaus und macht endlich das, was sie besser gleich hätte tun sollen. Sie spricht mit der Kängurumutter. Ohne anzuklopfen, rennt sie ins Haus und ruft: Hallo, ich bin's, die Springmaus. Ach, wie schön, die Freundin von meinem kleinen Känguru kommt mal wieder zu Besuch, sagt die Kängurumutter, als die Springmaus ins Zimmer gestürmt kommt. Du hast es aber heute sehr eilig. Leider ist das kleine Känguru nicht zu Hause. Es ist mit dem Schirm losgezogen. Ja, ja, das weiß ich doch, ruft die Springmaus. Kann ich bitte, bitte ein Glas von dem Honig dort aus dem Regal haben? Von meinem Honig? Einfach so? Fragt die Kängurumutter. Wozu brauchst du den Honig? Den will ich dem Bären bringen, sagt die Springmaus ungeduldig. Dem Bären? Warum willst du denn dem Bären meinen Honig bringen? Damit er mir seine Angel leiht. Wozu brauchst du denn eine Angel? Damit ich einen großen Fisch fangen kann. Wozu denn einen Fisch? Springmäuse essen doch keine Fische, fragt die Kängurumutter. Den Fisch will ich dem Pelikan bringen. Weshalb willst du denn dem Pelikan einen Fisch bringen? Damit er mir sein großes Boot leiht. Wozu brauchst du denn ein großes Boot? Damit ich zur kleinen Insel im See fahren kann, der früher mal eine Wiese war, sagt die Springmaus. Und was willst du auf dieser Insel? Fragt die Kängurumutter. Dort will ich das kleine Känguru abholen, weil es dadurch steht und nicht herunterkommt. Es kann doch nicht schwimmen. Und das Wasser steigt und steigt immer höher. Mein kleines Känguru? Und das sagst du erst jetzt? Ruft die Kängurumutter entsetzt, lässt die Springmaus einfach stehen und hüpft aus dem Haus, so schnell sie kann. Was ist nun? Fragt die Springmaus ratlos und schaut der Kängurumutter nach. Kriege ich jetzt den Honig oder nicht? Sie geht zum Regal mit den Honiggläsern und sagt dabei: Ich denke, sie hätte ihn mir bestimmt gegeben, wenn sie es nicht so eilig gehabt hätte. Sie hat bestimmt nichts dagegen, wenn ich mir ein Gläschen nehme. Also steigt sie auf einen Stuhl, nimmt ein Honigglas aus dem Regal und hüpft damit gleich zum Bären. Die Kängurumutter hüpft inzwischen den Weg entlang und ruft nach dem kleinen Känguru. In der Eile hat sie vergessen, die Springmaus zu fragen, wo genau denn ihr Kind auf Rettung wartet. Schließlich kommt sie bei der überschwemmten Wiese vorbei und sieht das kleine Känguru auf der Insel stehen. Kleines Känguru, hier bin ich, ruft sie ihm zu. Ich komme, ich hole dich. Sie hüpft in den Wiesensee. Aber sie muss gar nicht schwimmen, denn das Wasser geht ihr nur bis zum Bauch. Also wartet sie quer über die Wasserwiese bis zur Hügelinsel. Nimmt das kleine Känguru einfach unter den Arm und trägt es an Land. Danke, Mama, dass du mich geholt hast, sagt das kleine Känguru erleichtert. Jetzt muss ich aber gleich die Springmaus suchen und ihr sagen, dass ich schon gerettet bin. Die Springmaus ist bei uns zu Hause. Von ihr habe ich doch erfahren, dass du hier auf dieser Insel festsitzt, erzählt ihm die Kängurumutter. Und gemeinsam hüpfen sie zurück.
Aber als sie in die Wohnung kommen, ist die Springmaus nicht da. Ich muss noch einmal ganz schnell weg, ruft das kleine Känguru seiner Mutter zu. Ich muss die Springmaus suchen und außerdem muss ich unseren Schirm holen. Der liegt nämlich immer noch am Wegrand. Und ehe die Känguru-Mutter etwas dagegen sagen kann, ist das kleine Känguru schon wieder weggehüpft. Die Springmaus hat währenddessen den Honig beim Bären abgeliefert und hat auch wirklich die Angel bekommen. Mit der sitzt sie jetzt am Fluss. Und wenig später hat sie wirklich einen großen Fisch gefangen. Wer hätte gedacht, dass alles so schnell geht? Sagt die Springmaus zufrieden. Die Angel lasse ich am Ufer liegen. Die kann ich später zurückbringen. Jetzt brauche ich erst mal das Boot. Das ist das Wichtigste. Schnell trägt sie ihren Fang zum Pelikan. Der Fisch ist zwar nicht ganz so lang wie der Schnabel vom Pelikan, er leiht ihr aber trotzdem sein Boot. Die Springmaus hüpft hinein und stößt sich mit einer Stange vom Ufer ab. Das Boot gerät in die Strömung und treibt schnell davon. Halt, nicht so hastig, du doofes Boot, ruft die Springmaus. Sie nimmt ein Paddel, wedelt damit wie wild durchs Wasser und versucht, das große Boot zu lenken. Das ging beim leichten Regenschirm recht gut, aber für das große, schwere Holzboot ist sie einfach zu schwach. Das Boot fährt, wie es will und nicht, wie die Springmaus möchte. In diesem Augenblick kommt das kleine Känguru am Ufer entlang gehüpft. Hey, Springmaus, hier bin ich. Komm hierher, ruft es. Wie denn? Das dumme Boot fährt mit mir irgendwo hin. Ich weiß nicht, wie ich zu dir kommen soll, ruft die Springmaus zurück. Das kleine Känguru nimmt schnell die Angel, die immer noch am Ufer liegt, und wirft sie in weitem Bogen aus. Es hat Glück. Das Ende der Angelschnur landet im Boot. Der Angelhaken bleibt im Holz stecken. Das kleine Känguru zieht an der Angel, zieht und zieht. Das Boot kommt näher und näher, bis es schließlich am Ufer anstößt. Die Springmaus hüpft an Land und bindet das Boot an einem Strauch fest. Dann trippelt sie zum kleinen Känguru und fragt, na, wie war ich? Sehr gut, das hast du wirklich sehr, sehr gut gemacht, sagt das kleine Känguru. Genau, sagt die Springmaus. Und deswegen kann ich gar nicht verstehen, warum du dich nicht bei mir bedankst. Bedankst? Wofür soll ich mich denn bedanken? Fragt das kleine Känguru. Dumme Frage. Natürlich dafür, dass ich dich gerettet habe, sagt die Springmaus vorwurfsvoll. Du? Mich? Das kleine Känguru lacht. Da muss auch die Springmaus lachen. Lachend legen sie die Angel ins Boot, spannen den Regenschirm auf und hüpfen gemeinsam nach Hause.